Unter den Augen von Weltmeister Thomas Müller und seiner Frau Lisa gewinnt Matthias Rath mit Totilas den mit 42.000 Euro dotierten Mecklepreis. Bereits am Donnerstag siegte Matthias Rath mit dem ausdrucksstarken Rapphengst Totilas und begeisterte Zuschauer und Richter gleichermaßen. Die heutige Vorstellung des Paares im Grand Prix Special beweist, Totilas ist endgültig zurück auf der großen Bühne. Von der nahezu perfekten Vorstellung zeigte sich dann auch der Reiter selbst schwer beeindruckt. Unglaublich bei dieser Konkurrenz, denn hier jetzt zwei Prüfungen zu gewinnen. Ich glaube, das konnte vorher, also bei uns aus dem Team, ich meine, wir wissen, wie gut Totilas gehen kann und wir wissen, wie gut wir zusammen inzwischen Prüfungen zeigen können, aber dass das dann auch hier in Aachen so klappt und all sowas, ist fantastisch. Wie groß die Konkurrenz an der Weltspitze ist, zeigt der Ritt des zweitplatzierten Paares. Der bereits als neues Wunderpferd gehandelte Vallegro leistete sich unter der Britin Charlotte Desjardins zwar nur wenige Fehler, die aber waren entscheidend. Am Ende reichten 83,157% nur für den zweiten Platz. Mit nur einem Prozentpunkt weniger auf Platz 3 Vorjahressiegerin Helen Lange-Haneberg und Damon Hill. Ärgerlich für das Paar. Direkt zu Beginn der Prüfung hatte der Hengst einen Stolperer im starken Trab. Helen Lange-Haneberg ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, hakte den Fehler ab und beendete die Prüfung wie immer mit einem Lächeln. Das Signal in Richtung Weltmeisterschaft Ende August ist klar. Das werden ziemlich spannende Wettkämpfe. Sandra Auffahrt heißt die strahlende Siegerin des DHL-Preises 2014 in Aachen. Bereits im letzten Jahr gelang der deutschen Vielseitigkeitsreiterin ein überragender zweiter Platz. Damals fehlten ihr nur wenige Sekunden zum Sieg. Das sollte dieses Jahr nicht noch einmal passieren. Sowohl nach der Dressur als auch nach dem Springen lag Sandra Auffahrt mit ihrem Opgan Lovo auf Platz 1. Trotz heißer 30 Grad im Gelände ließ Sandra Auffahrt in diesem Jahr nichts anbrennen. Das Paar passierte die Ziellinie, getragen vom Applaus der zahlreichen Zuschauer, nach einem blitzsauberen Geländeritt nach 6 Minuten und 52 Sekunden. Und sie sind fehlerfrei im Ziel. Das Geheimnis von Sandra Auffahrt und Opgan Lovo. Ich habe ihm einfach gesagt, er soll es so machen wie immer, weil er ist immer toll drauf und gibt immer sein Bestes. Und ja, ich freue mich so, dass wir jetzt auch mal ganz vorne stehen, weil er es wirklich verdient hat. Auf Platz 2 ebenfalls eine deutsche Reiterin, Ingrid Klimke. Nach der Dressur noch auf dem 10. Platz kämpfte sie sich mit ihrer Stute Escada immer weiter nach vorn. Nach einem perfekten Geländeritt zeigte sich die routinierte Reiterin begeistert von ihrem Pferd. Traumhaft. Die ist wirklich vom Start aus losgaloppiert, total motiviert, hat jeden Sprung gesucht, hat alle Aufgaben so souverän und locker gemeistert und ist ja auch noch so frisch ins Ziel gekommen. Es war einfach nur traumhaft schön. Auch Platz 3 ging an Deutschland, denn auch Michael Jung und Biothetic Sam absolvierten den Geländeparcours fehlerfrei. Und na klar, mit diesen Top-Ergebnissen ging auch die Mannschaftswertung an das Team in Schwarz-Rot-Gold. Für die Weltmeisterschaften in der Normandie kann sich die Konkurrenz trotz der Temperaturen schon mal warm anziehen.